braucht es Hirn, aber auch Muskelkraft. Noch mehr davon beim Armwrestling, auf Deutsch Armdrücken. Nur Armwrestling ist ein richtiger Sport mit professionellen Wettkämpfen, auch bei uns im Land. Im Zabergäu zum Beispiel beim TSV Güglingen. Jungs und Mädels trainieren dort regelmäßig hart. Annette Krause ist jetzt live dabei beim Training. Annette, brennt dein Bizeps schon? Er ist kurz davor, in Flammen aufzugehen. Alex lächelt noch. Aber gut, gibst du mir das Handtuch? Für hast du ja so gewollt. Ich habe so gewollt. Für was ist das jetzt gerade gut? Das ist erstmal wichtig für die Erwerbung, ja? Dass unsere Gelenke warm werden und die Muskeln, dass man sich nicht verletzt. Und das ist eine Partnerübung. Ja? Du versuchst also einen Top-Roll zu machen und ich versuche dich in den Hook zu bekommen, okay? Okay, ich höre mal kurz auf. Ja, ich bin hier bei den Pull Dogs und die trainieren zweimal in der Woche. Und zwar, wie man sieht, sehr, sehr hart. Obwohl ich ja ehrlich sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht. Davon kriegt man Muckis? Das ist, ist eine gute Übung, ja. Es ist eben fürs Armdrücken sehr gut. Okay, ich glaube dir das jetzt einfach mal. Und wenn er sagt, das hilft, dann hilft es. Das ist nämlich Kevin. Und Kevin ist eigentlich sowas hier wie der Coach, der Macher. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass es Armwrestling überhaupt als richtigen Sport gibt. Das ist ein ernstzunehmender Sport. Das ist ein sehr ernster Sport. Und also man kann schon davon ausgehen, dass ein Armwrestler nicht weniger ernsthaft trainiert wie irgendeiner von einer anderen Sportart. Also wir nehmen das Ganze schon ernst. Wo kommt der überhaupt her, dieser Sport? Armwrestling kommt ursprünglich, also man erzählt sich das so, aus Russland. Ja, im 13., 14. Jahrhundert haben dort die russischen Generäle so ihre Streitherren auserkoren. Ja, da gab es dann so Wettstreite damals und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und jetzt sind wir in Güglingen und trainieren. Und braucht man vor allen Dingen Muckis oder? Also in der Allgemeinheit wird es oft gesagt, dass man sehr viel Muckis braucht, aber die Technik ist dann doch das Ausschlaggebende. Also die Technik, das machen die zwei hier, der Markus und der Giovanni gerade unter anderem und der Alex und der Kadir. Ja, und erzähl mir mal, also um was geht's eigentlich? Was ist da die Technik? Also die Technik, der erste Grundstein der Technik ist einfach, dass man lernt, sicher am Tisch zu stehen. Ja. Armwrestling ist eigentlich bekannt so als so der Knochensport. Ja. Und von der Kneipe her, weißt du, ich kenne das ja so von früher oder Bud Spencer Filme oder so. Genau, mit dem Klischee haben wir heute noch zu kämpfen. Und die Technik ist einfach das, was uns von den Leuten unterscheidet. Ja. Wir versuchen eigentlich von dem Kneipen-Image wegzukommen. Wir versuchen das, oder man sieht es auch eigentlich schön von der Technik her. Ja, der Giuseppe. Wann hat denn einer gewonnen? Also gewonnen hat man dann, wenn man den Gegner bis aufs Pad runterdrückt oder auf die gleiche Höhe. Das wäre jetzt ein Sieg. Ja. Die gleiche Höhe würde aber auch schon reichen. Für mich eine total fremde Welt. Aber ich sag euch, ich halte schon das Mikro mit der linken Hand, weil mein rechtes tatsächlich schon ein bisschen wackelt. Also das geht schon echt in den Bizeps rein. Wie sieht's denn aus? Unten gibt's auch so eine Fußtechnik, weil die krallen sich da so richtig an den Tisch? Genau. Also man sagt beim Armwrestling, der Tisch ist nicht nur ein Tisch, an dem man drückt, sondern der Tisch ist ein Werkzeug an sich und den kann man auch einsetzen. Also wenn man seinen Körper ein bisschen stabilisieren will, dann kann man auch die Füße einhaken, man kann sich abstoßen mit den Beinen, einfach um die Energie in andere Richtungen zu lenken. Also es ist ja echt ein exotischer Sport. Normalerweise, ich sehe hier jetzt nur Männer, aber es gibt auch ein Mädchen bei euch, aber die konnte jetzt leider heute nicht kommen, aber Mädels habt ihr wenig, ne? Ja, leider. Also wir versuchen eigentlich immer mehr Mädels dazu zu bekommen. Aber bei Frauen ist es dann doch immer so, wenn man sie mal dabei hat, dann sind es eiserne Kriegerinnen. Ja, das ist richtig cool. Aber bis sie dann dazu kommen, das ist wirklich Arbeit. Eine eiserne Kriegerin steht vor dir. Sollen wir mal? Ja, also jetzt sind wir dran. Also ein bisschen habe ich ja zugeguckt vorhin. Schauen wir mal. Würdest du vielleicht das Mikro, ich muss mich nämlich jetzt konzentrieren auf den Meister. Gut. Ganz wichtig, die Hand an den Pad, an den Pin hier, genau. Gibt es da ja auch einen Schiedsrichter? Den Schiedsrichter gibt es normalerweise, das machst jetzt einfach du. Ja. Gut. Und dann werden die Hände ausgerichtet, schön parallel, schön neutral für jeden, schön im Zentrum vom Tisch. Und dann gibt normalerweise der Referee das Startkommando Ready, Go. Ready, Go. Ah, jetzt hast du mich überrascht. Oh, ja, guck mal. So, jetzt zeige ich dir die Technik. Ja. Okay. Ich mal ein bisschen, jetzt greifen wir nach um. Das kennen vielleicht manche noch aus dem Fernsehen. Okay. Kevin, danke. Ich bin jetzt schon mal auf jeden Fall warm. Florian, ich gebe zurück. Ich trainiere noch ein bisschen und morgen sehen wir uns. Ja, da bin ich sehr gespannt. Die Frage ist, wie es Annettes Arm dann morgen geht.